Hallo liebe Vlogschauer, das ist unser dritter Vlog. Oh, das ist unser dritter Vlog und wir befinden uns in der wunderschönen Umgebung von Hagenberg. Mit einer wunderschönen Skyline. Heißt das Skyline, wenn da überhaupt keine Gebäude sind? Unsere Anreise, um das kurz zu machen, die Anreise sollte laut Plan 20 Minuten dauern. Wie lange haben wir gebraucht? Eine Stunde. Was? Links? Na gut. Weiß irgendwer, wo wir jetzt kurz sind? Na. Ich weiß, wo wir sind. Oberwiesnitz, da wollte ich schon immer mal hin. Guck, jetzt sind wir schon in Scheiben. In Scheiben sind wir. Friensdorf. Wir sind da. Wir sind ganz Oberösterreich abgefahren und jetzt sind wir im wunderschönen Hagenberg. Und zwar geht es heute um die Szene. Um die Szene, womit ich eigentlich gar nichts zu tun habe, weil ich dann schon tot bin. Das war jetzt ein bisschen unsensibel. Es geht um die Töpferszene in Ghost. Nachricht von Sam, Premiere 18. März, ganz nebenbei gesagt. Ich bin hier mit meinen ganz lieben Kolleginnen und Freundinnen Ruth Fuchs und Anna Islüken hier. Die werden heute lernen, wie man denn töpfert. Aber meine Aufgabe ist eigentlich nur dabei zu stehen, möglicherweise im besten Fall gut auszusehen und die Töne zu halten. Die Mädels haben es da ein bisschen schwieriger, aber schauen wir einfach selbst. Oh, my love, my darling. Was ich mache, ich versuche, ich wollte gerade sagen, den Teig zu kneten, den Ton zu kneten. Wieso? Ich knete den, damit er weicher wird? Ja, damit die Konsistenz vom Ton besser kommt, ist das der homogene Masse. In time goes by so slowly and time can do so much. Are you still mine? Are you still mine? Das ist es. Mein erstes Kunstwerk. Es war eigentlich richtig schön, bis ich irgendwas gemacht habe und dann ist es so zerbrochen. Aber irgendwie ist es sehr meditativ, weil ich das Glück habe, auf der großen Bühne Musiktheater vor 1000 Menschen töpfern zu dürfen. Und deswegen muss ich das jetzt lernen. Das Problem ist, die werden nicht gebrannt. Das heißt, die werden wahrscheinlich immer zerstört werden. Aber ich würde gerne mein erstes Werk, würde ich natürlich gerne haben. Wie kann ich dazu bringen, nicht mehr zu eiern? Sehr stolz auf die Mädels. Krieg ich gleich Bock auf Knutschen. Möchte ich gleich sofort Unchained Melody singen. Ja, oder? Ich spüre sofort. Oh, ja. And time can do so much. Are you? Also man sieht schon einen Unterschied, würde ich sagen. Aber es ist echt schwer, die Hand da ganz reinzukriegen, ohne das irgendwie kaputt zu machen. Was ich sehe. Ah, ah. Wenn du mal näher rankommst, siehst du, dass hier die Kante voll dünn geworden ist und innen drin auch voll viel Platz ist. Und das macht Spaß. Ich, wenn es näher an zu Hause wäre, würde ich jetzt nachmittags immer zum Töpfern kommen. Ich hab getan.
So, das war schon. Das waren unsere fantastischen Profi-Mädels, die irgendwie schon geschafft haben, Vasen zu schaffen. Ich würde sagen, holt euch ein Ticket in der ersten Reihe, weil wenn ihr Glück habt, kriegt ihr vielleicht so einen kleinen Tonklumpen ab, der von der Bühne runterfliegt. Und den könnt ihr euch als Souvenir mit nach Hause nehmen. Kommt zu Ghost und guckt den Mädels beim Töpfern zu. Und bis zum nächsten Mal für den Vlog Nummer 4. Oh, my love, my Casimir, I've hungered for your Federkleid. Ja, kurz mal strecken. Long, ja. Lonely time. Es ist eh ein Duett. And time goes by so slowly. Das ist Yoga. Das ist Vogel-Yoga. And time can do so long. Are you still mine? Hier ist ein Finger, da ist der zweite. Jetzt pass auf. Ja, ich weiß auch nicht, ich vergesse auch immer, wie ich den mache. Ist das scharf? Findest du mich scharf? Martina hat gesagt, ich bin scharf. Danke.